Promi-Auflauf bei der Premiere des Streiffilms im Wiener Gartenbaukino. Die Dokumentation Streif – One Hell of a Ride erlebte zeitgerecht vor dem 75-Jahr-Jubiläum des Hahnenkammrennens in Kitzbühel seinen Kinostart. Im Mittelpunkt des spektakulären Streifens stehen wagemutige Abfahrer und das schwierigste Rennen des alpinen Skiweltcups, das jedes Jahr im Jänner in Kitzbühel in Szene geht. Die packende Dokumentation bietet einzigartige Einblicke, macht aber auch deutlich, was es bedeutet, die Legende unter den Skirennen jedes Jahr unter besten Bedingungen stattfinden zu lassen. Von Kindheit an verfolge ich dieses Rennen und ich kenne es aus dem Fernsehen, ich kenne es von meinem Axel Nagelfreund aus Kitzbühel, mit dem ich da eigentlich immer wieder Pisten gerutscht habe. Das darzustellen, was die Athleten in sich fühlen, die Perspektive da versuchst zu verfilmen, das ist dann schon der intensivere Weg, die Streif kennenzulernen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch den Kitzbüheler Skiclub. Das sind die Menschen hinter dem Rennen, die eigentlich mit fast gleicher Begeisterung wie die Athleten selbst, möchte ich sagen, an diesen Rennen arbeiten, dass jedes Jahr faire Bedingungen stattfinden oder dass das Rennen überhaupt stattfindet. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ja, es ist sehr brutal und gefährlich. Eine technisch so schwierige Abfahrt gibt es sonst nirgends. Ja, ich habe natürlich nochmal mit dem Ganzen, das Ganze mehr miterlebt, einfach nochmal besser verarbeiten können. Natürlich wäre ich lieber auf der anderen Seite gestanden beim Film, bei den erfolgreichen Kollegen dabei. Aber so, es war für mich ist okay und ich bin eben dankbar und froh, dass ich da sein kann und dass ich das miterleben kann noch. Der Blick hinter die Kulissen des Abfahrtsklassikers in Kitzbühel offenbart Leidenschaft und garantiert Gänsehautfeeling. Die Streif ließ auch bei der exklusiven Filmpremiere niemanden kalt. Allen voran Extremskifahrer und Ideengeber Axel Naglich. Das Spannendste ist sicher, den Film spannend zu kriegen. Weil eine Doku stundenlang über das Hahnenkammrennen zu machen, ist relativ einfach. 2 Stunden und ein bisschen mehr, die Leute bei der Stange zu halten, ist dann entsprechend schwerer. Also eine Dramaturgie reinzukriegen und gleichzeitig ein bisschen zeitlos zu bleiben. Aus dem Thema einen Film zu machen, der so spannend ist, wo wir selbst jedes Jahr die Streif und das Hahnenkammrennen erleben, das hat einen absoluten Tupfen auf das I draufgesetzt. Ganz begeistert. Spannend ist unglaublich vieles, aber die berührendsten Szenen für mich waren eigentlich schon die Interviews mit Daniel Albrecht und mit dem Herrn Krucker. Hans Krucker, das waren so für mich die berührendsten Szenen im Film. Ich bin so begeistert über die Internationalität, die dieser Film ausstrahlt. Es wird also jetzt in Deutschland eine Premiere geben, in der Schweizer Premiere. Und ich habe schon gehört, der Film hat schon jetzt Kontakte zum Verkauf von Filmverleih bis nach Australien und Neuseeland. Auch für die Athleten ist und bleibt die Streif in Kitz der Olymp im alpinen Rennsport. Eine Legende als einzigartige Herausforderung für jeden Abfahrer. Irgendwie einfach eines von den schönsten Rennen, was wir im Zirkus haben und vor allem in Österreich. Trotz, dass ich Schweizer bin, fühle ich mich eigentlich immer, habe ich mich auch immer wohl gefühlt in Kitzbühel. Von den Leuten, von den Zuschauern sehr herzlich angenommen oder aufgenommen. Und ja, das ist ein schönes Gefühl, wenn man an so einen Ort anreisen kann, wo man das sehr gesundes und sehr schönes Gefühl hat. Und das prominente Premierenpublikum war sich einig. Die Streif macht Kitzbühel zur legendärsten Sportstadt der Alpen. Auch deshalb ist die Vorfreude auf das 75-jährige Jubiläum der Hahnenkammrennen vom 20. bis 25. Jänner 2015 groß. Man geht schon mit einem gewissen Respekt an die Aufgabe heran, aber es macht einem auf der anderen Seite natürlich auch, was man das es wirklich was Besonderes ist. Ein Rennen 75 Mal zu organisieren, da gehört was dazu. Was weiß ich teilweise gar nicht, weil da war ich teilweise gar nicht auf der Welt. Aber das aufzubauen und groß zu machen, sage ich, freut uns, natürlich. Das ist der Höhepunkt des Winters. Jeder will das Rennen sehen, jeder will die Sieger sehen. Und dann kommen wir am Abend zur Siegerehrung, wo es um nichts mehr geht. 25.000 Leute, egal was für Wetter. Das ist Kitzbühel, das ist Streif und das ist einzigartig. Winner, Kitzbühel Champion 2014.